Brötchen. Ja, drei. Zahl drei. Gut. Fünf Meter? Ja. Eine Scheibe Käse. Ja. Aber wir haben bestimmt morgen so viel bei dem Mutterkäse, ne? Wie viel? Drei Brötchen. Drei Brötchen. Fast sofort. So. Ja, und zwei Scheiben Mettwurst, muss man erfahren. Scharf oder nicht wie scharf? Hier von hinten. Ja. Auf Wiedersehen. Tschüss. Eine Max 67. Dankeschön. Danke. So, und 33. Diese Lebensmittelpaläste gibt es erst seit einigen Jahren. Noch vor 20 Jahren haben wir unsere Lebensmittel nur in Läden gekauft, die sie vorher gesehen haben. Es waren kleine Läden und wir wurden bedient. Heute sind die Läden größer und wir bedienen uns selbst. Diese Veränderungen haben mehr Folgen, als wir glauben, und einige Folgen werden wir zeigen. Wir werden noch etwas anderes zeigen. In der Wirtschaft redet man davon, dass es einen ständigen Zwang zu Wachstum gibt. Gibt es den auch bei Lebensmitteln? Das wäre ungewöhnlich, denn unser Biosystem, unser Organismus verträgt ja nur eine bestimmte Menge an Nahrungsmitteln. Die Zahlen dagegen besagen, dass die Steigerungen im Lebensmitteleinzelhandel in etwa so groß sind wie bei normalen Konsumgütern. Wie kommt das? Das muss ja irgendetwas passieren. Wir werden versuchen, ein paar dieser Dinge zu zeigen. Wir werden also auch beim Lebensmitteleinzelhandel sehen, dass wir nicht mehr im Zeitalter der Produktion leben, jedenfalls in den westlichen Industrienationen, sondern im Zeitalter des Konsums. Es kommt nicht mehr darauf an, dass möglichst viel produziert wird, es kommt darauf an, dass möglichst viel verkauft wird. Unser Leben wird vom Konsum bestimmt, das sehen Sie an Bildern, die wir an einem Samstagvormittag gemacht haben. Die Ludwigstraße in München und zur gleichen Zeit eine andere Straße in Stuttgart. Eine architektonisch schön, diese hier architektonisch völlig uninteressant, aber eine Straße mit Geschäften, mit Konsum. Man sieht es ihr nicht an und sie selbst weiß es natürlich auch nicht. Aber sie, eine der wichtigsten Figuren unserer Wirtschaft, vielleicht die wichtigste, steuert mit dem Einkaufswagen eigentlich unsere Konjunktur. Man nennt sie die deutsche Hausfrau. Das sagt aber nicht viel. Denn wir wissen von ihr eigentlich nur, dass sie irrsinnig viel Geld ausgibt. Von uns Bürgern der Bundesrepublik werden Tag für Tag 250 Millionen Mark für Essen und Trinken ausgegeben. Das meiste davon kommt aus ihrem Portemonnaie. Aber das alles weiß sie nicht, wie sie eben so vieles nicht weiß. Sie weiß nicht, warum sie kauft. Sie weiß oft nicht einmal, was sie kauft. Sie blickt auf Dosen und Pakete, als würde sie hier Antworten auf Fragen finden, die sie gar nicht stellen kann. Deshalb wirkt sie auch so andächtig. Aber können wir uns damit abfinden? Schließlich leben wir in einer Marktwirtschaft, die uns nicht zuletzt deshalb angepriesen wird, weil sich durch den Markt, durch Angebot und Nachfrage, eben alles von selbst aufs Beste und Reellste regelt. Aber das kann er natürlich nur, wenn die beiden Partner, in etwa jedenfalls, gleichwertig sind. Der Kunde, heißt es weiter, hat Bedürfnisse und der Markt befriedigt sie.
Auch das kann natürlich nur funktionieren, wenn wir genau wissen, was das ist, unsere Bedürfnisse. Wie entstehen sie? Reell ist das System ja wohl nur dann zu nennen, wenn Bedürfnisse nicht von dem einen Partner auf dem Markt, dem Anbieter, erst geschaffen werden. Denn dann kann es ja sein, dass wir Bedürfnisse haben, die im Grunde unnötig sind, extravagant, für viele sogar bedrohlich. Nun ist aber unser Anbieter, auch der Lebensmittelhändler, dazu gezwungen, immer mehr und mehr zu verkaufen. Wer nicht wächst, der stirbt, heißt es auch in dieser Branche. Und um mehr zu verkaufen, auch mehr als sein Konkurrent nebenan, kann er sich nicht damit abfinden, dass unsere Hausfrau nur das kauft, was sie zu brauchen glaubt. Vielleicht geht sie sogar mit dem Schrecken aller Händler, dem Einkaufszettel, durch den Laden. Tatsächlich wird auch der größte Anteil des Umsatzes durch den Verkauf von Waren erzielt, die unsere Hausfrau eigentlich gar nicht kaufen wollte, als sie den Laden betrat, durch sogenannte Impulskäufe. Um unserer Hausfrau mehr zu verkaufen, braucht der Händler meistens nicht mehr zu tun, als bestimmte Gesetzmäßigkeiten menschlichen Verhaltens richtig zu analysieren. Mit diesen Kenntnissen kann er schon viel erreichen. Er braucht keine Tricks. Und den Käufern scheint das alles noch Spaß zu machen, wie einige Äußerungen zeigen, die nicht repräsentativ, aber doch typisch sein dürften. Nein, ich mache mir immer einen Zettel. Nach einem bestimmten Zettel. Und halten Sie sich auch an diesen Zettel? Nein, meistens nicht. Meistens kaufe ich mehr. Und warum kaufen Sie mehr? Tja, Gott, wenn man was sieht, was günstiges Geld, dann denkt man halt, na Gott, nehme ich auch noch mit oder so. Günstig? Aber günstig, können Sie Qualitäten unterscheiden und oder beurteilen? Nee, ich glaube nicht. Und warum kaufen Sie im Supermarkt? Ich sehe gerade, Sie haben im Supermarkt gekauft. Ja. Na gut, da gibt es halt alles so quer durch den Garten, gell? Da muss ich nicht von einem Geschäft zum anderen, da habe ich halt alles auf einem Platz. Und wissen Sie Preise von bestimmten Waren? Wie viele Preise wissen Sie jetzt? Also was die Waren kosten? Wissen Sie etwas darüber? Ach ja, so 70, 80 Mark ist bei mir immer, alle drei Tage. Ich gehe durch den Laden durch und dann sehe ich das und dann fällt mir wieder noch etwas dabei ein und dann nehme ich das. Ja. Das Angebot ist so groß, ne? Und dann die Augen, ne? Das sieht man dann immer mehr, wie man überhaupt Geld im Portemonnaie hat. Wahrscheinlich durch die geschickte Manipulation, die in den, wie die Waren verpackt werden in den Läden. Es ist ja also ein ziemlich großes Angebot und man läuft leicht in die Gefahr, eben mehr zu kaufen, als man wollte, ne? Na ja, man sieht ja ein bisschen was dabei und dann ist ja meine Frau. Komm mal her, komm her. Ja, weil ich dann frei entscheiden kann, was ich möchte. Dann kann ich etwas aussuchen, dann habe ich mehr Zeit, mir zu überlegen. Sonst bin ich immer darauf angewiesen, gleich zu sagen, das und das möchte ich haben. Nein, ich habe genau gewusst, was ich kaufen will. Alles im Kopf für die ganze Familie, was benötigt wird. Auf dem einfachen Grund, erstmal ist es weitaus billiger. Ja. Zweifellos, nicht? Ja. Und die Auswahl ist auch größer, zweifellos. Ja, wir machen immer einen Zettel, bevor ich zu Hause weggehe. Und halten Sie sich dann auch an diesen Zettel oder kaufen Sie? Ich halte mich meistens an den Zettel, ja. Kennen Sie sich in den Qualitäten der einzelnen Produkte aus? Also, ungefähr. Ja. Naja, man sieht es ja auch nicht, was man kauft. Ja. Und mehr. Ja, wie kommt denn das? Ja, das ist die Verlockung, dass man sieht schöne Sachen, wird man automatisch verführt. Das ist klar, dass es in Sichtweite gerückt ist, schön verpackt ist und man vielleicht Appetit drauf bekommt. Was mich sehr überrascht hat, war, dass die Leute sehr sich preisbewusst ausgegeben haben. Bei mir kamen durchaus einige Leute, die eigentlich, möchte ich sagen, wild drauf losgekauft haben, ohne sich zu überlegen. Ein ganz krasser Fall zum Beispiel von jemand aus außerhalb, der einfach sagt, er hätte eine bestimmte Menge Geld mitgenommen und jetzt kauft er eben so lange ein, bis das Geld zu Ende ist. So schwer ist es also gar nicht, uns mehr zu verkaufen. Deshalb sorgt sich der Händler auch nicht zuerst um uns, sondern um seinen Kollegen in der Nachbarschaft. Er muss also zunächst versuchen, uns in seinen Laden zu kriegen. So muss bereits der Architekt dafür sorgen, dass der Eingang stimmt. Der Eingang muss so bequem wie nur möglich auf den Verbraucher orientiert sein. Das heißt, dass der Kunde unbelästigt den Laden betreten kann, ohne dass er überhaupt eine Tür betätigt, aufzieht und wieder zumacht. Das heißt nämlich, dass der Eingang so breit wie nur möglich und so bequem wie nur möglich gegeben ist. Die Eingangszone ist gleich Berührungszone zwischen draußen nach innen. Das heißt, Glas, dein Freund und Feind, wir versuchen nach Möglichkeit, alle Glasflächen zu entfernen, um möglichst eine breite Passage zu bekommen, dass der Kunde in den Laden hineinfällt.
Der Fußbodenbelag wird heute fast bis auf den Bürgersteig hinausgezogen, um möglichst dem Kunden einen ganz bequemen Eingang zu ermöglichen. Am besten, er merkt überhaupt nicht, dass da ein Eingang ist. Ideal ist der öffentliche Bürgersteig, der durch den Laden führt. Einmal drin, muss der Händler sofort gegensteuern. Die ersten Meter sind gefürchtete Rennstrecke. Damit wir jetzt schlendern, hat er hinter dem Eingang Stolperdrähte aufgebaut. Wir sollen ja überhaupt an möglichst allen Regalen vorübergehen. Der Laden ist so aufgeteilt und so eingerichtet, dass wir dadurch gar keine toten Plätze haben, dass alles verkaufsattraktiv ist und somit natürlich auch keine Laden wieder. Man muss hier und da immer wieder Schwerpunkte haben und Sonderangebote haben. Dort kommt nachher wieder ein Bier-Sonderangebot zum Beispiel. Und die Hauptsonderangebote in dem Trockensortiment und Schokolade und so weiter liegen vor der Schlachterei zum Teil, damit sie da an die Schlachterei rankommen. Raus kommen sie von allein, die Leute. Aber erstmal die langen Gänge durchbringen, das ist gar nicht so ganz einfach. Sehen Sie, dies ist auch ein Schwerpunkt. Obgleich es sich nur um Senf dreht, wird enorm gekauft an dieser Ecke. Ich habe noch nie so viel Senf verkauft wie gerade hier. Ich habe es sonst mit bei den Feinkostsachen mehr gehabt. Aber hier verkaufe ich dreimal so viel. Warum? Die Leute drehen sich um, wenn sie von der Gemüseabteilung kommen, zögern etwas. Wo soll ich weitergehen? Soll ich durch den Gang zum Brot oder soll ich zum Bier, Brause und so weiter? Und dann sehen sie dieses und kaufen. Das ist die Papierabteilung von Dr. Oetker, neuerdings. Die machen ja auch alles. Und das kommt auch gut an. Der Absatz ist hier als Zweitplatzierung auch recht gut. Hier haben wir den Mittelgang, der ja oftmals etwas tot sein kann und auch ist. Um dieses abzubiegen, haben wir hier Brot reingenommen und andere Spezialitäten. Aufgelockert wieder durch Kuchenregale, die ich selbst anfertigen ließ. Und ich muss sagen, der Abgang von Kuchen ist sehr gut darin. Brot haben wir eine Riesenauswahl, 10 mal 4 Meter. Das sind 40 laufende Meter Brot. Und ich habe im Ganzen 11 Sorten, also 11 Brotfabriken, die mich beliefern. Aus dieser Grafik nach einer Kundenlaufstudie des Instituts für Selbstbedienung ist abzulesen, dass die meisten Käufer an der rechten Wand entlang gehen. Das ist keine Magie, wir tendieren nach rechts. Der Händler baut entsprechend auf. Damit wir nach hinten gehen, steht da meistens der Magnet Frischfleisch. Nach Möglichkeit erst Wurst, dann Fleisch. Wurst ist Impulsware, wird mehr gekauft, wenn wir die hohe Fleischrechnung noch nicht kennen. Dies ist meine Sorgenecke hier, aus dem einfachen Grunde, diese Ware, die hier präsentiert wird, wird verdeckt durch zu viele Sender. Hier zum Beispiel durch Karten. Und hier ist der Strumpfsender, der stört auch schon, sodass diese Sachen nicht ganz ins Auge fallen und dadurch etwas weniger Umschlag haben. Ich wüsste im Moment nicht, wie man das abändern kann, nur indem man die Sender wegnimmt. Die setzen aber auch gut um, der Umschlag ist sehr gut darin. Und dann würde ich auch Verlust haben. Aber man muss sich da mal was einfallen lassen. Wenn ich hier gleich Sonderangebote mache, die Leute kommen vom Gemüse, gucken hier gleich rein mitunter und würden dann gleich weitergehen zur Kasse. Dann kriege ich sie nicht mehr nach hinten durch. Ne? Dann kaufen sie hier Brot, Sonderangebot, weg. Also hier Sonderangebote herzubringen, wäre nur möglich in Zahnpasta, in Babykost, was natürlich auch geschieht, aber keine attraktiven Sachen, wie Sie vielleicht denken im Augenblick, Schokolade oder Konserven oder sonstige Sachen, dann hätten Sie ja den Rahmen abgeschöpft und würden dann eben gleich zur Kasse gehen, um schnell rauszukommen. Hier haben wir das sogenannte weiße Sortiment. Fette, Käse, Milch. Butter haben wir so platziert, dass die Kunden es suchen müssen. Butter ist ja ein Artikel, der wird immer gesucht und immer gefunden. Zu suchen, was wir brauchen, zu sehen, was wir nicht brauchen, das ist das System des Supermarktes. Um noch genauer zu sehen, was alles veranstaltet wird, wollen wir unsere Hausfrau in einigen Situationen noch einmal, etwas genauer diesmal, auf die Finger sehen. Beispielsweise steht fest, dass Mütter von ihren Kindern begleitet mehr kaufen, als wenn sie allein kommen. Wenn die Hausfrau oder sogar die ganze Familie mit Mann und Kind und so weiter kommen und Spirituosen oder Wein einkaufen, so sehen sich die Kleinen meistens hier
um und bedienen sich gleich selbst an diesen Ständen, sodass das immer noch ein gutes Zusatzgeschäft ist. So haben wir das hier auch, die Vielfalt von kleinen Artikeln, die immer noch sehr gern gekauft werden und mitgenommen werden. Die Kinderwagen, ja, das ist, wie gesagt, habe ich in der Schweiz gesehen und ich muss sagen, die kommen sehr gut an. Die Mütter können ruhiger einkaufen, weil sie durch die Kinder nicht abgelenkt werden. Und zusätzlich ist es natürlich auch noch ein kleines Geschäft. Die Kinder bringen die Mütter in den Laden. Und das war ja auch der Sinn der Sache. Sie bringen sie nicht nur in den Laden, sondern sorgen auch drinnen dafür, dass der Umsatz steigt. So wird jeder halbwegs normale Händler vor allem vor der Kasse etwa Eiscreme bereitlegen, in der entsprechenden Höhe, damit die Kinder auch sehen, was sie wollen sollen. Natürlich werden auch Erwachsene an diesem Platz an der Sonne nicht vergessen. Hier müssen wir warten, haben alles gekauft, was nötig war und noch nicht ins Portemonnaie gegriffen. Sie braucht Mehl. Mehl ist unten. Sie muss sich bücken. Dabei hat sie andere Artikel gesehen und genommen. Zufall? Sicher nicht. Der Händler kann damit rechnen, dass in Griffhöhe platzierte Artikel mindestens dreimal so oft gekauft werden, als hätte er sie nach unten verbannt. Also braucht er nur unsere Faulheit zu berücksichtigen. Da wir uns nicht bücken mögen, legt er Produkte nach unten, die wir brauchen, aber darüber dann solche, die weniger wichtig sind, an denen er aber meistens etwas mehr verdient. Auch auf gleicher Höhe wird er nach erprobten Regeln verfahren. So wird er an seinem Obst- und Gemüseregal alles nach Farben ordnen. Manchmal stehen so an vier Stellen Möhren. Auch das weiß er, nur unsere Hausfrau nicht. Auf scheinbar hingeschüttete Ware reagieren wir mit dem Gefühl, das ist billig. Hier lohnt es sich nicht einmal für den Händler, die Ware ins Regal zu stellen. Wir haben ein altes Experiment wiederholt. Hingeschüttet 3 Dosen Milch für 98 Pfennig. Im Regal Einzeldosen für 30 Pfennig, also billiger. Aber unten und unauffällig, 5 Meter entfernt. Die billigen Dosen wurden kaum gekauft. Hier ein ähnlicher Effekt. Waren in Massen wirken kaufanregend. Der Laden muss voll sein, das Regal auch, oder doch so wirken. Deshalb oft Spiegel in den Regalen. Masse suggeriert, hier wird Ware fast verschenkt. Der Händler hat einen großen Posten günstig einkaufen können. Leere Regale lassen die Kaufstimmung rapide sinken. Wer mehr kauft, trinkt mehr, isst mehr, raucht mehr und schüttet sogar mehr Waschpulver in die Maschine als nötig. Sonderangebot, das ist die schrillste Klingel zum Anlocken. Darauf reagieren Hausfrauen wie pawlowsche Hunde. Tatsächlich werden ja auch vorübergehend bestimmte Artikel billiger als sonst angeboten, aber lange nicht alle. Wir haben hier ein Toastbrot, da mache ich einen Sonderpreis, nicht für 1,55 €. Wie angegeben oder als Sonderpreis von der Firma 1,28 € nehme ich 79 Pfennig für. Ich habe es mitten im Gang von den Brotborden platziert, damit die Leute mehr reinkommen in diesen Gang und somit auch noch andere Sachen kaufen. Der Händler, der seinen Beruf ja nicht ehrenamtlich ausübt, will vor allem den Eindruck erwecken, bei mir ist alles billig. Für sein Sonderangebot bevorzugt er natürlich die wenigen Waren, deren Preise wir kennen. Oder Artikel mit aufgedrucktem, vom Fabrikanten empfohlenen Preisen, die er dann unterbietet. Zusätzlich kann er natürlich, wie hier beim Saft in Dosen, das Sonderangebot auffällig stapeln und davor zu normalem Preis Saft in Flaschen hinstellen. Grundsätzlich ist das Sonderangebot aber ein riskantes Unternehmen für den Händler. Wenn wir alle nur seine Sonderangebote kaufen würden, wäre er vermutlich schnell pleite. Es sieht so harmlos aus und verbirgt doch ein ausgeklügeltes System. Unsere liebe Freundin hat Fleisch gekauft und sieh mal an, was steht so zufällig daneben? Ananas. Tatsächlich wird hier noch ganz simpel das praktiziert, was das Bild unserer Supermärkte immer mehr bestimmen wird. Immer häufiger wird irgendwo etwas daneben, darüber oder darunter stehen, was da eigentlich gar nicht hingehört. Immer öfter werden wir Waren nicht mehr nach Gruppen sortiert finden, sondern nach Aktivitäten, nach Frühjahrskur, nach Fondue, nach Kinderparty, nach Gesundheit, nach Rentner. Wir können Französisch frühstücken, Englisch, Holländisch. Nur nie wie üblich, denn das bringt keinen Mehrumsatz. Es gilt eben, neue Wünsche zu wecken, neue Bedürfnisse, neuen Bedarf. Das Netz ist diskreter ausgelegt, als die meisten vermuten, aber es ist noch lange nicht perfekt.
Noch immer gelingt es einigen, die feinen Fallen eines Supermarktes brutal zu ignorieren. Die meisten Hindernisse auf dem Wege zwischen Eingang und Kasse sind auch erkennbar. Mit ein bisschen Informationen und guten Augen kann jeder, der es will, einige vermeiden. Er kann auf diese Weise den Gang durch den Supermarkt als fast sportliches Duell zwischen Käufer und Händler ansehen. Viel weniger durchschaubar, aber vermutlich wirksamer und auch gefährlicher für die Zukunft ist jedoch das, was sich außerhalb der Läden abspielt, etwa beim Hersteller oder in den Zentralen der Handelsgruppen. Was sich in der Werbung abspielt beim Markt- und Motivforscher. Es beginnt bereits bei dem harmlosen Thema Verpackung. Mit der Entwicklung der Selbstbedienung in Deutschland hat die Bedeutung der Verpackung des Produktes entscheidend Bedeutung gewonnen. Während im Bedienungsladen normalerweise der Händler das Produkt anbietet, muss im Selbstbedienungsbereich die Ware sich selbst verkaufen. Die Packung muss ein eigenes Gesicht haben. Wir sagen, sie muss eine Persönlichkeit haben. Die Packung muss sich in das Gesamtkonzept, die für das Marketing gesetzt ist und für die Werbung gesetzt ist, einpassen. Bevor nun eine solche Packung in den Markt kommt, werden eine Fülle von Testen durchgeführt. Hausfrauen werden eingeladen, sich mit diesen Packungen zu befassen. Es wird die Handlichkeit geprüft, es wird das Aussehen geprüft und viele andere Schritte werden mehr genommen. Diese Prozesse sind langwierig. Man kann rechnen damit, dass eine gute Packungsentwicklung mindestens ein Dreivierteljahr bis ein Jahr dauert. Verpackung, das war früher mal nur Schutz einer Ware. Das ist es heute auch noch, aber das hat heute kaum noch Bedeutung, denn durch Packung muss verkauft werden. Und wir kaufen dann nicht mehr die Ware, wir kaufen in erster Linie die Packung. Selbst sachliche Informationen, die manchmal auf einer Packung zu finden sind, das ist selten, aber manchmal haben wir das schon, die nehmen wir nicht zur Kenntnis. Wir reagieren emotional, wir reagieren auf Bilder, wir reagieren auf Formen und auf Farben. Und die Signale, die von einer Packung auf uns ausgehen, sind sehr subtil. Die Faktoren, die uns zum Kauf verleiten, können wir nicht erkennen. Sie sind für uns unkontrollierbar und undurchschaubar. Und das wird immer schlimmer werden und nicht besser, weil wir immer mehr Waren haben werden, die gleichartig sind und nur noch durch die Packung differenziert werden und immer größere Sortimente. Das Sortiment wird immer größer von den einzelnen Firmen. Als Beispiel Kraft mit seinem Kuchensortiment. Sie fingen mit 3 Artikeln an. Sie haben jetzt mindestens schon 12. Ich habe davon noch 8 behalten. Das größte Problem sind bei uns die Waschmittel, Spülmittel und so weiter. Die Hersteller bringen laufend neue Artikel auf den Markt. Wir können sie gar nicht alle schlucken. Wir bekommen ein Übersortiment. Ich wehre mich dagegen und versuche mitunter einige Artikel nicht aufzunehmen. Es geht aber nur eine gewisse Zeit. Weil dann übers Fernsehen und so weiter die Leute uns ansprechen und ich den Artikel dann doch aufnehmen muss. Ein verrücktes Angebot gibt es natürlich in Toastbrot. Wenn wir kleine und große Sorten für sich nehmen, so habe ich 23 Sorten Toastbrote. Aber auch da, genau wie beim Seifenpulver, bringen die Firmen immer neue Sorten, immer neue Arten. Jetzt haben wir schon Quark-Toastbrot, wir haben Flockentoastbrot, wir haben Buttertoastbrot. Wir haben Roggentoastbrot. Es toastet sich nur noch. Selbstverständlich kann es da Unterschiede geben. Aber allzu oft werden uns Unterschiede nur vorgegaukelt. Auch Salz ist Salz und bleibt Salz. Egal, welche Unterschiede uns Verkäufer durch Packungen, windige Texte, irreführende Inhaltsangaben, verführerische Fotos oder auch durch hohe Preise nun weismachen wollen. Tatsächlich sind sie nicht vorhanden. Nicht bei Salz, nicht bei vielen anderen Produkten. Aber jeder Hersteller möchte eben seine Produkte in den Regalen der Händler haben. Im deutschen Lebensmittelhandel werden heute im Durchschnitt zwischen 4.000 und 8.000 Artikel gehandelt. Die Zahl weitet aus. Dennoch, wenn man einen deutschen Supermarkt betritt, hat man nicht das Gefühl, dass hier Lücken sind, in denen neue Produkte hineinkommen können. Von der Industrie her gesehen sieht es dann so aus, dass der Kampf um den Regalplatz eine ganz erhebliche Rolle gewonnen hat. Es ist also nicht so sehr einfach, einen neuen Artikel schnell mal in den deutschen Einzelhandel einzuführen.
Dieser Kampf um das Regal hat nun in den letzten Jahren erheblich zugenommen und er wird weiter zunehmen in den folgenden Jahren. Nun könnten wir reagieren, was geht uns das an? Leider müssen wir aber die Waffen bezahlen, mit denen sich Handel und Industrie auseinandersetzen. Oft wird allerdings behauptet, die beiden seien keine Feinde, sondern Partner. Dabei muss man vielleicht zunächst einmal sagen, dass die Absatzwirtschaft in der Bundesrepublik überhaupt eine der fortschrittlichsten in der westlichen Welt ist und dass die Interessen von Handel und Industrie zunächst einmal beide auf den Verbraucher gerichtet sind. Insofern also eine Gemeinsamkeit da ist. Andererseits ist es aber so, dass 90% des Handels heute in Gruppen organisiert sind und das sicherlich nicht zuletzt, weil auf der anderen Seite, nämlich der Anbieter der Industrieseite, ebenfalls in den letzten Jahren verstärkt eine Konzentration stattgefunden hat. Die Industrie will natürlich für ihre Produkte eine möglichst große Präsentationsbreite im Regal des Einzelhandels. Das versucht sie mit einer Sortimentsbreite und Tiefe und sie versucht es mit einer Betreuung des Einzelhandels. Der Handel seinerseits möchte gerne eine möglichst hohe Flächenproduktivität, das heißt, er möchte auf der ihm zur Verfügung stehenden Fläche möglichst viel verkaufen, möglichst viel Ertrag haben. Quarktorte. Sie ist fix und fertig. Ach, wochenlang Ruhe mit allen Böden. Wochenlang Ruhe. Der Einzelhandel wird nicht nur betreut, er wird auch umworben. Allerdings sieht die Werbung für den Einzelhandel ganz anders aus als die für uns, den Verbraucher. Sie ist von verblüffender Direktheit. Das wird deutlich, wenn wir beide Sorten nebeneinander zitieren. Die eine optisch, die andere akustisch. Freut euch, der Frühling kommt. Ihre Zähne, keine Sorge. Gut, Herr Doktor. Moment, Ihr Zahnfleisch. Freut euch, der Frühling kommt. Freut euch mit Fakt. Denn Conbelcolor. Conbelcolor festigt und tönt. Das ist der Bissler wie die Familie, die Gala. Birkel. Markenqualität aus geprüften Naturprodukten. Und mit Mundelixier. Wirkt wie Zahncreme und Mundwasser zugleich. Ganz geschätzt. Von Frauen geliebt. Hohes Kreuz. Ein Zauberelixier. Noch etwas wird für uns Käufer folgenreicher werden, die zunehmende Konzentration auf beiden Seiten. Für die Hersteller als Demonstration dieses Regal. Hier haben wir die zufällig in einem Laden stehenden Produkte eines einzigen Herstellers aufgebaut, der deutschen Unilever. Was kann wohl ein kleiner Händler bei einer solchen Firma durchsetzen und was wird bei ihm durchgesetzt? Beim Handel die gleiche Entwicklung. Was wird ein kleinerer Hersteller wohl bei einem Handelsriesen ausrichten können, etwa bei der Edeka, die in der Umsatzrangliste die klassischen Industriegiganten schon lange hinter sich gelassen hat und vermutlich auch den ersten, das Volkswagenwerk, noch übertreffen wird, wenn sie sich mit Rewe vereinigt. Ein Ende dieser Entwicklung ist noch nicht zu erkennen. Das Verkaufen wird immer teurer werden. Aber uns Käufer interessiert natürlich vor allem, hat das für uns Nachteile? Ich glaube, dass die Zusammenarbeit in Handelsgruppen für den Verbraucher nur Vorzüge bringt. Auch wenn vordergründig manchmal vielleicht argumentiert wird, dass weniger Anbieter, nämlich wenige Gruppen, weniger Wettbewerb bedeuten, so ist gerade auf dem Lebensmitteleinzelhandel doch festzustellen, dass es auf keinem Sektor wohl einen härteren Wettbewerb und einen stärkeren Ausleseprozess gibt. Ich glaube, dass wenn am deutschen Markt, auf dem Lebensmitteleinzelhandelssektor auch nur wenige Gruppen wirklich in diesem Ausleseprozess übrig bleiben, dass selbst bei 4 oder 5 Handelsgruppen der Wettbewerb noch so ausgeprägt und scharf sein wird, dass man nicht von einer gewissen Abstimmung und damit einer gewissen Beschränkung des Wettbewerbs zulasten des Verbrauchers sprechen kann. Die Gefahr ist eben darin zu sehen, dass
der Preiswettbewerb möglicherweise eben doch noch nicht das ganze Sortiment erfasst hat, sondern nur eine Reihe für den Verbraucher besonders wichtiger Produkte, deren Preise der Verbraucher auch kennt, wo er auf Preisunterschiede achtet. Und das eben dann bei einem anderen Teil des Sortiments, wo der Verbraucher weniger preisbewusst ist, wo die Marktsituation für ihn weniger transparent ist, eben dann Spannen realisiert werden, die durchaus von denen abweichen, die bei intensivem Preiswettbewerb entstehen würden. Sicherlich können wir gleiche Waren zu unterschiedlichen Preisen kaufen. Lässt das aber wirklich auf einen intensiven Preiswettbewerb schließen? Dazu beschäftigen die Verkäufer zu wenig Betriebswirte und zu viele Markt- und Motivforscher, Verkaufstechniker, Werbestrategen, Architekten. Wir sind mal beigegangen bei einem Ladenobjekt, das sehr schmal und sehr tief war, 100 Meter tief und 5 Meter breit. Dort haben wir mal Fußtapfen hineingesetzt, so wie die Sohlen des Schuhs sind. Und wir hätten es nie für möglich gehalten, der Kunde läuft in seinem Unterbewusstsein, dass er irgendwie Vorteile wahrnimmt, dass er irgendwo geführt werden will, läuft diesen Fußstapfen hinterher, um möglichst durch den gesamten Ladenraum hindurch zu marschieren. Licht und Fußboden und Farbe, das sind drei Komponenten, die zusammengehören. Was nützt es, dass der Fußboden zu hell gestaltet ist? Dann läuft der Kunde aufgrund dieser hellen Oberfläche zu schnell durch den Laden hindurch. Die Verkaufsfläche wird auch in gewissen Zonen aufgebaut. Das heißt, die Mall- oder die Gangfläche wird dementsprechend dunkel, diffus gehalten, während die Ware in den Regalen und in den Gondeln hell ausgeleuchtet werden, damit diese Artikel stärker herauskommen, um sich plastischer von der Flanierungszone abzuheben. Tatsächlich lassen wir uns durch Licht und Farben mehr beeinflussen, als wir ahnen. Licht kann Milch frisch, Fleisch rosig, Obst gesund erscheinen lassen. Wir können uns unbewusst durch besonders helle oder besonders dunkle Plätze im Laden anziehen lassen. Aber wir lassen uns vor allem durch die damit erzeugte Atmosphäre dazu verleiten, Preise zu vergessen und mehr zu kaufen. Das Einkaufen soll uns Spaß machen. Der Erlebniswert des Einkaufens wird gesteigert. Unterstützt wird das durch sogenannte Hintergrundmusik. In Industriebetrieben hat sich schon vor Jahren gezeigt, dass Musik die Produktivität der Arbeiter steigert. Ein halbes Schwein, circa 40 Kilo schwer, 500 Gramm nur. Aber sie steigert auch den Umsatz im Supermarkt. Sie soll, wie es im Prospekt heißt, entspannend und anregend zugleich wirken, aber nur unbewusst wahrgenommen werden. Das klappt dann auch. Verbunden mit dem sogenannten Spotmaster für Werbedurchsagen haben Tests erhebliche Umsatzsteigerungen ergeben. Überhaupt wird der Händler immer mehr versuchen, Warenangebot mit Unterhaltung zu verbinden. Er wird die Ladentechnik verbessern, aber versuchen, die durch das Selbstbedienen entstandene Versachlichung des Einkaufs durch die große Schau zu überspielen. Da wir immer mehr Geld haben werden, müssen wir auch immer mehr ausgeben. Und bereits das soll uns Spaß machen, nicht erst die Ware. Das Leben wird vermutlich immer organisierter, immer geplanter. So soll Einkaufen keine zielgerichtete Tätigkeit mehr sein, sondern Entlastung, Ausgleich und Entspannung. Der Supermarkt der Zukunft wird uns noch perfekter an alle Waren heranführen. Schon gleich hinter dem Eingang wird in seinem Laden eine halbrunde Aluminium-Projektionswand nicht nur aktuelle Angebote filmisch vorführen, sondern auch ebenso allgemeine Informationen und Unterhaltung. Die Aktivität in einem Markt der Zukunft zu richtig in den Griff zu bekommen, fängt damit an, dass wir versuchen, heute ein Marktgeschehen auch in einem Supermarkt aufzubauen. Das fängt damit an, dass der Kunde nicht nur immer seine altbekannten Einkaufsplätze vorfindet und das Angebot, sondern überwiegend, dass es gekoppelt wird mit etwas Neuem, mit was Erleben, mit Sensationen. Man könnte das bald vielleicht so sagen, Geburtstag feiern. Dort, wo Geburtstag gefeiert wird, in einem Markt, dort ist Leben, dort ist Freude, dort ist Radau. Und wo Radau ist, da fühlt der Mensch sich wohl, da kann er lachen, da kann er anfassen, da kann er das alles wieder hinwerfen. Er kann sich informieren, er kann anonym einkaufen. 100 Mark hat gewonnen! Bereits heute sind erste Hinweise auszumachen. Der Supermarkt wird sich anbieten zur Unterhaltung wie Kirche, Kneipe, Kindergarten, Kino. Aus den ersten Imbiss-Ecken von heute werden Cafeterias. Was wir in unserer Freizeit als Unterhaltung haben wollen, wird der Supermarkt anzubieten versuchen.
Es wird eine grandiose Darbietung von Waren werden. Kaufen als Spaß, als Erlebnis. Aber das wird nur die Seite werden, die wir sehen werden. Die radikalste Veränderung wird hinter den Kulissen vorbereitet. Das neue Gehirn steht schon da. Das der Edeka denkt hinter den verschnörkelten Mauern dieser ehemaligen Schokoladenfabrik. Aber der Einzelhändler kann es noch nicht richtig ausnutzen. Er kann bestenfalls erfahren, ob sein weißes Sortiment richtig läuft oder Konserven oder Fleischwaren. Aber selbst diese Daten wird er oft erst nach Wochen oder Monaten erhalten. Dann wird es oft zu spät sein. Der Einzelhandel trifft an unterschiedlichen Standorten auf unterschiedliche Märkte. Nehmen wir als Beispiel ein Einzelhandelsgeschäft in einer Vorortvillenlage im Gegensatz zu einem Supermarkt in der City. Beide haben unterschiedliche Sortimente, beide haben unterschiedliche Kalkulationen. Aus der Verarbeitung der Massendaten über unsere Rechenanlagen filtern wir das Material heraus, das dem jeweiligen Geschäftstyp entsprechend als Vergleichsmaterial dient. Durch die Verarbeitung von einer Vielzahl von Einzelhandelsgeschäften gewinnen wir hier so an standardisierten Geschäftstypen aussagefähiges Vergleichsmaterial, das den jeweiligen Geschäftsinhaber in die Lage versetzt, mit fundiertem Basismaterial seine individuelle Entscheidung sicherer und besser zu treffen als bisher. Noch kann also der Händler entscheiden, welche Waren er zu welchem Preis wo in sein Regal stellt. Das wird er jedoch nur so lange können, wie er ein Hindernis auf dem Weg zur Perfektion in seinem Laden stehen hat, die Registrierkasse. Aber wir werden bald andere Kassen haben. Dann werden nicht nur die Preise elektronisch, etwa durch Laserstrahlen, abgelesen, sondern andere, viel wichtigere Daten. Der Händler wird dann sofort wissen, welche Gewinnspanne er bei jedem einzelnen Artikel erzielt, welche schnell, welche langsam verkauft werden. Er wird die Wirkung von Sonderangeboten sofort kontrollieren können, von Sonderplatzierungen, von Mehrfachpackungen, von neuen Produkten. Nur eine Aber die neue, der Rechenzentrale verbunden, wird enorm teuer sein. Und das werden wir natürlich bezahlen müssen. Es fragt sich, ob wir nicht dadurch doch ein bisschen zu präzise gesteuert werden. Und es fragt sich weiter, ob das ständige Konsumsteigern von uns wirklich schadlos ertragen wird. Einer der erfolgreichsten Verkaufsberater, der Motivforschungspionier Ernest Dichter, Autor bekannter Bücher zum Thema, sieht da überhaupt keine Schwierigkeiten. Dass es eigentlich mit der menschlichen Natur zusammenhängt, dass wir nie zufrieden sind mit dem, was wir haben. Und deshalb glaube ich, dass die Gefahr der geheimen Verführung auch gar nicht besteht, nicht wahr? Denn es kommt darauf an, wozu Sie die Produkte verwenden. Wenn Sie die Produkte zum größten Reichtum des Lebens und zur Ausdehnung der eigenen Persönlichkeit verwenden, dann ist diese Gefahr nicht da. Und in Wirklichkeit bestehen die Wünsche bereits beim Konsumenten, sind etwas unbewusst, halbbewusst. Und alles, was ich und meine Kollegen tun, den Menschen die Erlaubnis zu geben, diese Wünsche wirklich auszudrücken. Und der Fabrikant, der Erzeuger, befriedigt sie dann dementsprechend durch seine Waren und durch seine Märkte. Ein Stillstehen von Wünschen ist eine vollkommen utopische Angelegenheit, die würde zum vollkommenen Zusammenbruch der ganzen Ökonomie führen. Wir sind aber moralisch leider die meisten von uns so erzogen, dass wir Angst davor haben, dass wir irgendwas Gefühl haben, dass irgendwas nicht in Ordnung, wir werden bestraft werden dafür. Dass wir bestraft werden, glaube ich allerdings auch nicht, womöglich noch durch irgendeine überirdische Macht. Aber ich halte es für ebenso unwahrscheinlich, dass es uns immer besser gehen wird, je mehr wir konsumieren. Es spricht zu viel dagegen, dass unser Wohlbefinden von ständig steigendem Konsum abhängt. Denn viele Bedürfnisse bestehen ja im sogenannten öffentlichen Bereich, etwa Straßen, Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser und so weiter. Und ich sehe wirklich nicht, wie diese Bedürfnisse befriedigt werden können, wenn wir mehr kaufen. Und wie steht es denn wirklich mit den sogenannten privaten Wünschen? Sie hängen doch weitgehend von unserer Umwelt ab und diese Umwelt ist ja nicht statisch, sie kann beeinflusst werden und das wird sie eben auch. Sie wird zu einem großen Teil von den Produzenten und deren Verkaufsstrategien beeinflusst. Bedürfnisse werden also zunächst einmal geweckt oder doch stimuliert, vielfach gelenkt und erst danach befriedigt.
Nun behaupten die Verkäufer, wenn wir nicht ständig mehr kaufen würden, müsste unsere ganze Ökonomie zusammenbrechen. Beweisen können sie diese These nicht, aber wir können leider das Gegenteil ebenfalls nicht beweisen. Ich glaube, selbst beim harmlosen Beispiel Supermarkt haben wir gesehen, dass die Verkäufer mit äußerster Rationalität vorgehen. Und wir haben das Gefühl dagegen. Wir haben ein unübersehbares Angebot und den Wert von Waren können wir nicht abschätzen. Die Hersteller helfen nicht, denn das würde gegen ihre Interessen verstoßen. Den wirklichen Wert von Waren werden sie zu verschleiern versuchen, denn es würde dann ja nicht zur gesellschaftlichen Norm werden, was jetzt zur gesellschaftlichen Norm wird, und wir hätten keinen Grund mehr, Dinge zu kaufen, die wir heute noch kaufen. Es gibt ein Ungleichgewicht beider Machtpartner. Es kann deshalb, finde ich, keine Rede von einer Machtwirtschaft sein, ganz sicher nicht von einer sozialen, weil es keine einigermaßen ebenbürtige Begegnung zwischen Angebot und Nachfrage gibt. Von einem König-Kunden zu sprechen, halte ich für zynisch.